Square Enix vor die Tür scheißen. Ja, weil Final Fantasy 7 in Episoden rauskommt. Wir brauchen so und so viel, um vor die Tür scheißen. Wir brauchen so und so viel Geld. Ja. Genauso geil wie der Typ, der sich halt einfach mal Crowdfunding gemacht hat, weil er schon Kartoffelsalat machen wollte. Er hat nur $12 oder sowas gebraucht und hatte dann noch 1000. Das okay. Ist Crowdfunding. Crowdfunding manchmal ist komisch. Manchmal stellt er sich echt dämlicher an, als er eigentlich ist. Weil er es ist? Ich meine, der hat jetzt mit seiner Flak die Möglichkeit gehabt, einen meiner Bomber runterzuschießen. Nein, er schießt lieber den Jäger an. Ich glaube, 20 Minuten sind gerade nicht vergangen. Weil der ist jetzt noch 10 Stunden 2 Minuten. Ja, Max wird, er will dich langsam penetrieren. Oh. Er will was von dir. Ja, sieht fast der so will, aus. Der will ganz langsam in dich eindringen. Okay, jetzt verstörst du die kleinen Kinder, hör auf damit. Dann nimmt er aber, den Kurs. Ich habe ein paar 12-jährige Spaß. Zuschauer. Ernsthaft? Ja. Oh. Also sollte ich sowas sagen, wie der nimmt Anlauf anstatt Guide will nicht sagen. Die hören auf dem Schulhof Schlimmeres. Das stimmt auch wieder, das sind 12-jährige Kinder heutzutage. Die gucken heutzutage Berlin Tag und Nacht, hallo. Die hören viel Schlimmeres. Wenn Fernsehen für die nicht demoralisiert. Oder was? Wenn die Eltern nicht aufpassen, was die gucken, und die dann tatsächlich den ganzen Mittag, Berlin, Tag und Nacht gucken, dann werden die sowas von falsch. Haben die so, also, fälscheres Frauenbild, zum Beispiel Frauenbild. Fälscheres Frauenbild kann man nicht bekommen. Na ja, gut, wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte und die fangen dann an, die Leute wie Berlin, Tag und Nacht zu gucken, ich würde die erschießen. Oh. Das ist so schrecklich. Aber Mama hat uns gezwungen, ihr scheißegal. Ich hab ja auch mal so eine, ich hab mal so eine Petition unterschrieben, dass die Berlin Tag und Nacht abschaffen sollen und Takeshis Castle wieder bringen. Ja, ja, Takeshis Castle. Oh ja, ich glaube, unsere Jugend weiß, glaube ich, nicht, was sie da verpasst hat. Oh ja, das ist so geil einfach. Ein Haufen verrückte Japaner, die gegen eine Wand laufen. Nicht Japaner, es gab auch internationale Mond. Also, ja, aber ein Haufen verrückter, teilweise Sportler, die Haufen Spiele absolvieren, um dann gegen Takeshi und seine Mannen anzutreten. Ja. Das ist voll cool. Ich hätte eigentlich so gerne mal mitgemacht. Ich würde es ernsthaft machen. Das ist schon krass gewesen. Vor allem, am elften Tag Takeshis Castle erobert wurde. Oh, da haben die auch die ganze Zeit frei übersetzt. Frei Schnauze übersetzt. Ja. Ah, oh, ich will Takeshis Castle wieder haben. Ich auch. Berlin und Tag und Nacht. Weg mit dem Scheiß. Takeshis Castle. Takeshis Castle ist der Shit. Ja, aber das Schöne war, das kam ja immer direkt nach den ganzen Animes. Wenn die Animes... Oh, ja, genau. Kam Takeshis Castle. Ja, Anime ist aus und schon sieht man Japaner, die gegen der Wand rennen. Ja. Oder mit einem Seil gegen irgendeine Klebewand gegenklatschen. Oder von irgendwelchen als Sumo-Ringern verkleidete Typen in den Sumpf geschmissen wurden. Ja. Oder als Gesicht schwarz angemalt wurde. Ja, das waren ja auch die Harmlosen. Im Barbenlabyrinth. Nee, ja, dumm.
Was mir da unter Animes in RTL 2 immer einfällt, ist, früher war so alles ein bisschen einfacher, ne? So von wegen, also man hat nicht so auf, man hat nicht so geguckt, oh, oh mein Gott, da sind Nippel, muss man zensieren oder alles. Das erste Mal, dass ich im Fernsehen irgendwelche Titten gesehen habe, das war bei Ranma 1/2. Ja. Das Witzige ist, das lag aber nicht daran, dass die Sender gesagt haben, nee, das nicht, es lag daran, dass die Studios, also exakt die Besitzer des geistigen Materials, also in dem Sinne die Mangakas und Anime-Mitwirkenden, dann gesagt haben, entweder unzensiert oder gar nicht. So war es zum Beispiel bei Dragon Ball. Man hat ja sogar bei Dragon Ball GT als so ein Gokus Penis gesehen, als er ein Kind war. Das war schon beim normalen Dragon Ball so, und Son Gohan war in Dragon Ball Z auch das öfters mal ein bisschen nackt. Also das war bei Dragon Ball noch nie das Problem. Die haben alles gezeigt, was sie zeigen konnten. Ja. Ich fand aber so die Ideologie, den wollte man so also ein bisschen an den Blickwinkel betrachten, ein bisschen selber. Das stärkste Wesen im Universum ist der Super Saiyajin. Also sind die Super Saiyajins. Die Super Saiyajins sind blond und haben blaue Augen. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, genau. Und sind wahrscheinlich 2 Meter groß. In meiner Kindheit, als dann so erstmal ein Freezer in Super Saiyajin verwandelt habe, habe ich mir gedacht, ja. Son Goku ist Deutscher. Du meinst Arya. Ja, er ist Arya. Ja, jetzt ist es echt schade, dass Exe nicht hier ist. Weil Arya war nicht unbedingt Deutscher. Ja, aber das Geile ist so, mit meinem ersten Gedanke, der mir dann noch in den Sinn kam, Adi wäre stolz auf dich, Son Goku. Adi wäre stolz. Hä? Okay. Das war ja sehr interessant, ich habe eine Dokumentation darüber gesehen, wie die irgendwie die Archäologie betrieben haben, um den Ursprung der Arya zu finden. Mhm. Das war Aufwand, den die Nazis da betrieben haben, unglaublich. Ja. Hitler hat ja auch nach dem Heiligen Gral und der Heiligen Kranz suchen lassen. Ja. Das ist alles Ding so einen Mythos. Die Heilige Lanze und den Heiligen Gral soll er ja eine kurze Zeit besessen haben. Hat dem Nulli dann nichts gebracht, oder? Den Heiligen Speer soll er ja am Anfang vom Zweiten Weltkrieg gehabt haben, als Deutschland einfach alles überrannt hat. Derzeit soll er den Heiligen Speer gehabt haben, der dann irgendwann abhanden gekommen. Okay. Mhm. Weil der Heilige Speer. Ja, der Heilige Speer macht dich in der Schlacht Sieg, also dich und deine Armee. Fünf Minuten Cooldown. Aber ich find's auch witzig. In der Bibel kamen sogar schon Vampire vor. Ja? Kain. Ah, Kain. Ja, Kain wurde mit dem Vampirismus verflucht. Aber das Witzige ist, er ist wirklich unsterblich. Das Kainsmal lässt ihn nicht sterben und jedem, der ihn was tut, kriegt es schlimmer zurück. Deshalb auch wann in der Bibel der Satz, irgendwann der Satz in der Bibel auftaucht, dass du nicht Gleiches mit Gleichem vergelten sollst. Ich muss gerade irgendwie daran denken, dass es Theorien gibt, dass Kain damals auf die dunkle Seite des Mondes verbannt wurde. Mhm. Weißt du, was ich aber in der Bibel so ein bisschen verstörend finde? Anfang Adam und Eva. Die haben 2 Kinder bekommen. Eins davon ist gestorben. Eins wurde verbannt. Und auf einmal oder so, gab es Millionen von Menschen. Dann kam eine große Flut, Noah und seine Familie haben überlebt, sonst keiner.
wieder ein paar tausend Jahre später Millionen von Menschen. Wir sind laut der Bibel alle das Produkt von mehrfacher Inzucht. Ja. Tja. Wir waren bestimmt... Weißt du, ich... Ich muss gerade irgendwie daran denken, dass wir, dadurch, dass wir das... Wenn wir das Produkt von, millionenfacher Inzucht sind, dass ja dass der Ursprungsmensch bestimmt war bestimmt so ein richtiger Supermensch, so richtig wie so ein Super-Teilchen. Ah, und wir sind einfach nur, wir haben einfach nur eine Behinderung und sind einfach nicht mehr die Supermenschen, weil wir das Produkt von Inzucht sind. Wir waren früher alle Saitama. Das wird's gewesen sein. Ja, auf jeden Fall. Das finde ich ja bei der nordischen Mythologie besser. Da ist ja in dem, in dem Universumsbaum, oder wie auch immer der nochmal heißt. Yggdrasil. Ja, genau, Yggdrasil. Da sind ja, da hat Odin ja auch Menschenpaare versteckt. Aber nicht nur ein Menschenpaar, weil Odin weiß, was Inzucht ist. Er hat da Millionen von Menschenpaaren drin versteckt, damit er, wenn Ragnarök kommt, die Welt wieder neu bevölkern kann. So. Ja. So macht man sinnvollen Nutzen von einem 1 HP-Tank. Ach, wir haben gute Themen drauf heute. Oh ja. Ja, und ich find's immer. Da hat sich mein Skype schon wieder verabschiedet. Juhu. Moment, ich mach da mal eine kurze Pause. Musst du wissen, ja. Nur so, wir sind wieder da. Mein Internet ist wieder ganz, ganz kurz verabschiedet. Oh Gott, was zur Hölle? Was nicht? Zur Erklärung, eine Freundin von mir hat sich beschwert, die hat jetzt angefangen, Facebook irgendwelche Leute anzunehmen, die sie anfragen, und hat sich jetzt darüber beschwert, dass sie ein Talent hat, irgendwie seltsame Leute dadurch kennenzulernen, wird dann nie wieder blockiert. Da war ein Gespräch, ist ja ganz normal angefangen mit Hi, ja, hi, wie geht's dir? Gut, gut, dir? Scheiße, warum das denn? MX. Was hat er denn gemacht? Er macht mich immer fertig an meiner Arbeit. Er hat gesagt, dass ich eine Schlampe bin und eine Misskuh. Wer dich? Warum? Dann geht's weiter. Okay, dann lass dich weiter so behandeln. Nee. Du machst auf mich den Eindruck, als was du willst. Kann das sein? Ja. Okay, genieß den Keks. Achso. XD, oh Mann. Was denn? Und was soll ich jetzt machen? K.A. Dieser Moment, wo man den Ex verstehen kann. Geh jetzt duschen und ich geh dich ignorieren. Bis später. Was zur Hölle? Ist das Gespräch überhaupt so lange geführt hat? Meine erste Reaktion, oh, es kommt schon wieder ein Black Coffee. Es ist generell immer eine gute Idee, jemanden gerade kennenzulernen und dann schon Geschichten über irgendwelche Ex zu erzählen. Und irgendwelche privaten Dinge. Das Beste, was du machen kannst. An und Scherz. Wieso ist diese Super auf dieser Karte nur so scheiß effektiv? Keine Ahnung. Okay. Wenn das nächste Mal dabei ist, müssen wir das Super Saiyajin-Thema nochmal anschneiden. Was für ein Thema? Das Super Saiyajin-Thema. Ah, das ja, Aria-Thema. Richtig. Wenn Exe dabei ist. Würde mich nicht wundern, dass das sogar volle Absicht ist, gewesen ist. Ja. Ach, danke, okay, warte, ich nochmal. Ah.
Weißt du, wie viele Animes in Japan über Nazis gibt? Mehr als genug. Gar nicht. Die Japaner sind sehr, sehr fasziniert von Deutschland und... Und die sind nicht unbedingt immer die Bösen. Ja. Warte mal, in Helsing Ultimate geht's eigentlich um Vampire, also Nazi- und Werwolf-Vampire. Helsing Ultimate? Ja. Hab ich auch gesehen, finde ich gut. Also wenn ich das nächste Mal mit Eagle eine Super zusammenkrieg, habe ich gewonnen. Also ich finde Helsing Ultimate klasse und mein Lieblingscharakter aus Helsing Ultimate ist der Silberwolf von den Nazis. Meiner ist Schrödinger. Schrödinger ist auch geil, dieser verdammte verrückte Bastard, ey. Ja. Schrödinger ist cool. Ich find, kennst du die Bridged-Version davon? Mit dem Forster? Die was? Die Abridged? Nee, kenn ich nicht. Bridged. Muss ich dir angucken, das ist einfach so geil. Die haben einfach halt neu synchronisiert. In diesem Moment, wo Seras und Schrödinger sich das erste Mal sehen, der guckt die an. Fräulein. Was? We could make very beautiful children. Geh den Kopf weggeblasen. Seras guckt ein bisschen blöd, denkt kurz nach. He was right. Erstmal drüber nachdenken, mit dem Feind ein Kind zu zeugen. Ja. Wow, ich habe mit Kanbei mal eine Co-Power in dieser Mission zusammenbekommen. Wie geht denn das? Ah ja, stimmt, der hat mir ein U-Boot versenkt. Einer meiner Lieblingscharaktere ist auch der General. Moralmobil. Ach, du meinst den Major. Nein, der Major, genau. Das ist der, so ein der wahnsinnige Typ, ey. Der ist so. Ich hab die in Deutsch gesehen. Ich glaube, die gab's auch auf Deutsch. Ja, das ist so ein... Wie er dann erzählt, wie der denkt, wie sehr er den Krieg liebt. Deutsch. Auf Deutsch gibt's die bis Folge 5, glaube ich. Ja, ich weiß. Ich habe da nie zu Ende geguckt, aber ich weiß, was ungefähr passiert. Wird mir schon ganz freuen. Ja, auf Deutsch gibt's die bis zu dem Zeitpunkt, wo der Van Winkel tötet. Ich find's aber witzig. Van Winkel singt ja immer diese alten Zweite Weltkriegsopern, ne? Hm? Van Winkel von Helsing Ultimate. Die singt ja immer diese Zweite Weltkriegsopern. Ja. Zum Beispiel der Freischütz und sowas. Und in der japanischen Version sind weniger Betonungsfehler drin als in der englischen. Okay. Und dann heißt es immer, ja, Asiaten können kein R aussprechen als Japaner, ne? Vor allem, die haben auch viele Wörter, wo ein R drin vorkommt, das ausgesprochen wird. Deswegen verstehe ich das irgendwie. Das ist wieder ein Stereotyp, das braucht man nicht ernst nehmen. Ja. Ach ja. Ach ja, wie war euer Freitag eigentlich so? Bis jetzt ganz entspannt. Okay, dann war ich wahrscheinlich so der Einzige, der einen ziemlich seltsamen Freitag hatte. Hat erstmal damit angefangen, dass ich 10 vor 6 auf der Arbeit sein musste, weil wir nach vor Ursel gefahren sind. Ja, und wir haben um eine Toilette aufzuhängen eine Stunde gebraucht. Eine was? Wir haben eine Toilette aufzuhängen, haben wir eine ganze Stunde auf. Okay. Normalerweise ist das eine Sache von höchstens 5 Minuten. Aber diese scheiß italienische Dreckstoilette ist natürlich so scheiße konstruiert, sieht zwar schön aus, aber wenn du die befestigen willst, viel Spaß. Vor allem, wer baut eine scheiß Toilette, die du, wenn du sie aufhängen willst, zwei Leute für brauchst.
der zwischen in der Toilettenkultur auch verschiedene Geschmäcker. Die Europäer zum Beispiel bevorzugen ja die Toilette mit dieser wie soll ich die beschreiben? Dieser Zwischenstufe drin. Mit der Zwischenstufe, genau, weil Europäer es lieben, ihren Stuhlgang zu begutachten. Nach getaner Arbeit. Das hat aber den Sinn, weil du daran erkennen kannst, ob du irgendwelche Krankheiten hast. Je nachdem. Also, ob du irgendwelche Darm- oder Magenkrankheiten hast, das kannst du daran erkennen. Das hat diesen Grund, dass Europäer diese Toilette eher bevorzugen. Ich habe noch nie jemanden auf einer Toilette gesehen, der dann sich so 5-6 Minuten seine Scheiße angeguckt hat und gesagt, ich habe Darmkrebs. Habe ich noch keine Sau gesehen. Ja, auch nicht. Weil man Darmkrebs jetzt auch nicht so unbedingt am Stuhlgang erkennen kann, aber gut. Na doch, am Blut im Stuhl. Ja, das kann auch was anderes sein. Ja, ich hatte auch eine lange Zeit im Stuhl. Das lag aber woanders, ein geplatztes Gefäß. Boah, ey, aber ich find's immer noch extrem frustrierend, dadurch sterben kann, wenn man beim Scheißen zu feste drückt, dass dir dann ein Gefäß im Arsch platzen kann und du dann verbluten kannst innerlich dadurch. Das muss doch voll peinlich sein. Stell dir mal vor, du kommst im Jenseits an, da gibt's dann so ein Meeting von den Neuankömmlingen, so ein Gruppenmeeting. Und dann muss jeder sich vorstellen und sagen, woran er gestorben ist. Ja, guten Tag. Ich bin der Josef. Oh, da fällt mir ein Witz ein, Digga. Weil ich beim Scheißen zu stark gedrückt hab. Da fällt mir so ein Witz ein. Pass auf. So, darf ich erzählen? Ja, hau raus. Pass auf. Gut. Da war so ein kommen so drei Typen im Himmel an. Da sagt der Petrus so: Okay, ich lasse euch nur rein, wenn ihr mir eine witzige Geschichte erzählt. So. Okay, dann der Erste. Pass mal auf, ich gehe da so ganz normal meiner Wege. Plötzlich fällt so ein Kühlschrank auf mich drauf und ich bin tot. Okay, ganz rein. Voll witzig, ja. Der Nächste, erzähl du mal was. Ja, ich komme da so nach Hause. Da erwische ich meine Ex. Meine Frau. Die hat mich betrogen. Und dann habe ich einen Kühlschrank vom Fenster geworfen. Das Kabel um meinen Hals gewickelt und ich bin mit runtergefallen. Alter, kannst du rein, komm. So, und dann der Dritte. Ja, pass auf, ich saß in so einem Kühlschrank. Na, Spitzende. Ich finde die gut. Kennst du schon? Kenn ich schon. Ist aber gut. Oh, so einen schönen Witz, den ein Kumpel von mir in seiner WG gebracht hat, weshalb der von seinen Mitbewohnern erstmal blöd angeguckt wurde und aus dem Zimmer geschickt wurde. Ja? Er wurde halt für den restlichen Abend aus der Küche rausgeworfen. Okay. Also, Humor wird neppig dann irgendwann an. Was ist härter als ein Baby an einen Baum zu nageln? Mein Schwanz, wenn ich's tue. Oh. Ich kann das nicht verstehen, warum wurde der dafür aus der Küche rausgeworfen? Aber jetzt für all die pubertierenden Kinder, die hier eventuell zugucken, erkläre ich mal den Unterschied zwischen erotisch und pervers. Erotisch ist, wenn eine Frau den Slip aussieht und in die Wand wehrt. Pervers ist, wenn er kleben bleibt. So. Am besten macht das Ding noch die Krake und flippt da so Stück für Stück immer weiter rum. Liegt so ganz eigentlich so diese Gummispielzeuge, die man an die Fenster geschmissen hat und dann flupp, flupp, flupp. Ganz in einem Kaugummi-Automat. Okay. Ich würde sagen, wir beenden das Ganze dann hier mal.
Wir machen Blatt. Ich versuche jetzt hier nur mal so viel wie möglich so viele Einheiten wie möglich noch irgendwie kaputt zu kriegen. Machen Fall. Also Stefan hat gerade seinen Redefluss gefunden. Oh, ich erwische den sogar noch. Das ist schön. Und Gauron, hast du noch irgendeinen Schild? Ein paar schöne Soflager, was du loswerden willst. Mich überlege gerade. Ja komm, Hose und dann klatschen auf den Tisch. Okay, ich bin mal auf die jungen Kommentare von den Zuschauern gespannt. Also wenn ihr jungen Zuschauer jetzt noch zuguckt, könnt ihr mal kommentieren, was euch dann so durch den Kopf ging, während wir hier geredet haben. Ob ihr wirklich wie Kilian meint, ihr jetzt verstört seid. Pass auf, denn 10. Er ladet das Video hoch. 3 Stunden später 3 Strikes. Ich würde aber lachen, wenn jetzt die Parts nur so eine Scheiße arbeiten, jedes Video auf dem anderen Top. Ich würde echt lachen. Okay. Die so ziemlich längste Schlacht hätten wir damit gewonnen und sogar noch einen S-Rang drauf. Yay! Da geht auch ein ganz falsches Höschen. Ach, immer doch.